Ja, moinsen, meine sehr verehrten Brudiniusse, glaube ich. Und willkommen zurück zu Fortnite auf der Nintendo Switch. Wir sind im Essensschlachtmodus und gönnen uns heute richtig krass Burger. Bin ich der Einzige oder... Ich weiß nicht, also mir kommt so vor, als würde ich so der einzige Mensch auf der ganzen Welt sein, der fast immer dem Burger-Team angehört. Ich war so selten Tomate, ich verstehe das gar nicht. Vielleicht, weil ich so ein bisschen der Verfechter von Domme und Marianne bin und von wegen Tomaten. Das kann natürlich sein, so, ich weiß es nicht, aber ja, das ist auf jeden Fall so das Ding. Vielleicht denkt sich so Marianne so, aber Kai, Tomaten sind doch lecker. Das mag sein, aber ich weiß nicht, ich kann mich damit jetzt gerade nicht so brüsten, du Sau. Also von daher gesehen, hauen sie rein. Ja, ich weiß es nicht, also. Das müssen wir bitte jemand mal erklären, weil ich habe keinen Plan, warum ich so oft im Team Burger bin. Naja, gut. Wir gönnen uns, wie gesagt, jedenfalls eine Runde Essensschlacht und mal gucken, ob wir die heilige Sau heute gewinnen. Ich bin sehr zuversichtlich, weil der Modus relativ einfach ist, möchte man sagen. Relativ. Ja, also es geht einfach nur darum, ich meine, ich muss es euch ja nicht erzählen, aber im Prinzip geht es einfach nur darum, dass ihr halt genügend Baumaterialien habt in Form von Metall. Und, oh, ich sehe gerade doppelt, oder? Kann das sein? Ich mache gerade zweimal Werbung für meine Netzwerke, oder was? Hey, uns Kai, ich hasse ihn. So ein mieses Schwein. Wie kann er es wagen? Tut mir ja wirklich leid, ich versuche es sofort zu entfernen. Es ist mir so peinlich. Zack, zack. Sorry, das kommt nicht mehr vor. Wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, es ging darum, hier Essensschlacht und so, ne? Genau. Also es ist an sich ein easy Modus, so. Die Ressourcen, die man halt sammelt, sind halt zum Bauen der Wände da. Unseres eigenen Restaurants. Das gerade relativ weit oben ist. Also wir haben gut lecker Highground. Das kann uns ein Vorteil sein. Ja, moin. Ich habe ja auch im Streamer diesen Modus gespielt und der ist wirklich cool. Ich fand ihn anfänglich so ein bisschen... Na, ich weiß nicht. Er war komisch. Es war komisch, sich an ihn zu gewöhnen, weil er erstmal total hektisch war, aber das war halt schnell gegessen und ja, deswegen alles easy. Lass uns mal probieren, da oben zum roten Ballon zu kommen. Und ich sehe auch hier, dass eine Truhe da ist. Dieser Sprungbug. Könnt ihr den bitte mal entfernen, Alter? Das ist doch alles nicht normal, Alter. Junge. Ich check's nicht. Ausnahmslos ist es fast jedes Mal so, dass wenn man in diese Lücke reinspringt, du aufgrund eines Wallbugs oder so runterfällst. Danke, Spiel. Vielen Dank, Mann. Na gut. Haben wir noch irgendwo Ballons? Ich meine, 600 irgendwas Metall sind schon mal ganz gut. Ich glaube, ich ziehe auch mal die Brille an. Weil es auch gleich fängt an, die... ja, es geht gleich schon los, dass die... Zone runterfällt. Von daher gesehen, lass uns mal beim Aufbauen helfen. Ich glaube, da ist gerade generell nicht so viel los, ne? Guckt euch das mal an. Da hat ja gar keiner gebaut. Haben die alle keinen Bock oder so? Oh, Dingos. Ich weiß halt nicht, ob es nötig ist, auch die Wände zuzubauen, weil du kannst die Wände eh nicht zerstören. Deswegen, weiß nicht. So. Wir machen hier quasi ein Konstrukt rein, das an Dreistigkeit gar nicht mehr zu überbieten ist. Und zwar Wände um Wände um Wände um Wände um Wände. Dazu ist das Metall halt eben gut da. Ihr seht schon im Titel, Brudingos, und im Thumbnail wahrscheinlich auch. Ich habe die OG-Musik freigespielt und das während eines Streams. Was wirklich sehr, sehr cool war. Da werde ich euch bald mal weitere Eindrücke von zeigen und so. Also am Ende der Folge gucken wir uns mal das Ganze an. Stimmt, wir können ja auch Fallen platzieren, ne? Da war ja was. Ja, moin. So, das passt erstmal. Ich glaube, da haben wir von Anfang ganz okay zugebaut. Aber ja, genau, wie gesagt, also... Ihr habt es im Titel-Thumbnail schon gelesen. Die OG-Musik ist am Start. Ich habe sie freigespielt. Habe sie mir
ehrenhaft verdient. Ich habe nicht den Bug benutzt, ja? Ich habe es mir ehrenvoll verdient, also gehört mir diesen Erfolg. Dankeschön. Jetzt hier schön alles zubauen, damit hier auch gar keiner reinkommt. Vor allem, warum bauen die hier Holz rein? Sind die vollkommen dumm oder so? Baut doch mal mit Metall. Junge. Guck mal, das Ding ist halt, wir haben so guten Highground. Jetzt kommen die alle rüber geflogen. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar, Alter. Komm. Die haben ja nichts gebaut. Die haben nichts gemacht. Sind die vollkommen dumm oder so? Junge. Ah, ich sehe da hinten noch einen weiteren Ballon. Lol. Gunjamin. Vielleicht ist da noch irgendwas drin, was mir irgendwie dabei hilft. Ah, ich hab doch... Ich bin doch geflogen. Vielleicht könnt ihr mir irgendwie dabei helfen, dass ich ein bisschen Blue Life bekomme, weil ich habe nichts. Gar nichts. So, kommen sie heran. Geht doch. Ja, aber ich habe ganz ehrenvoll und ehrlich die OG-Musik freigespielt. Ohne diesen Glitch zu benutzen, den es an Halloween gibt. Oder gab während des Fortnite-Mass-Events. Scheiße. Das war doch ein Treffer, Junge. Ja, Mulm. Na also, nichts gegen die Leute, die diesen Glitch benutzt haben oder so, aber ich will aber sagen, dass ich diese Musik ehrlich freigespielt habe. Jetzt können natürlich einige sagen und kommen, ja Kai, du Idiot, so wie kann er es wagen, diesen Glitch nicht zu benutzen, aber sorry, ich habe ihn zu spät gesehen. Also ihr wisst doch, ne, diesen Level XP, diesen XP-Glitch halt eben. Ihr kennt ihn. Der gute alte XP-Glitch, mit dem man sehr schnell an Erfahrung kommen konnte. Das war, glaube ich, sogar dieses Fortnite-Mers-Event. Muss ja. Okay, unser Burger macht sich gerade gar nicht so gut. Aber ich will ja auch ein bisschen was an Stuff und so farmen. So, den Schlürfstoff behalten wir uns für gleich erstmal im Nacken. Weil ganz ehrlich, ihr respawnt alle 7 Sekunden, da braucht ihr kein Medikit oder so. Also in den seltensten Fällen. Taschenriss brauche ich jetzt auch nicht so unbedingt, deswegen raus hier. Wir versuchen irgendwie dafür zu sorgen. Dass wir ein paar weitere Gegner klatscherisieren. Lecker. Und die OG-Musik werden wir uns natürlich auch gleich anhören, so im Verlauf der Folge. Aber erstmal machen wir dieses spannende Match zu Ende. Je. Yeah. So, noch eine Truhe. Ich denke, hier kann man sich sogar auch ganz gut vercampen. Lul. Moment. So. Was heißt vercampen, aber ihr wisst, was ich meine. Die Runde dauert gerade schon sehr lange, ne? Und uns wurden jetzt gerade mal 3% abgezogen und das war schon vor einigen Minuten so. Oh, der Typ laggt wie sonst was. Ach, Zeitüberschreitung. Natürlich, genau. Ja, ja, klar. Ich hab meine Route heute neu gestartet, aber ansonsten ist alles okay. Ja, ja, alles cool. Kommen Sie heran! Sirius! Bruder! Jetzt muss ich aber gerade echt losgehen, Mann. Oi.
Dieses Scheißholz, ne? Diese verkackte Holztreppe, Alter. Hauen Sie hinein, mein lieber Sirius. Lul. Ach komm. Na, spawnt der gleiche nochmal hier? Da oben auf dem Baum. Du Schwein. Ja gut, kann man nichts machen. Ich hatte nur noch 10 Leben und ich wollte jetzt mal nicht meinen Schlürfsaft verschwenden und so, ne? Das ist so das Ding. Was mache ich hier eigentlich? Ich kämpfe ja gar nicht gegen die gegen das Restaurant. Ich mache hier nur Kills. Ja, und davon nicht mal viele, du Schwein. Ja. Na, wenn das mal kein guter Ort ist, um zu campen, oder? Schmeckt, Bruder. Das ist halt die Frage, ne? Wo sind jetzt die ganzen... Ach, da sind ja übelst viele Gegner am Start. Ja, hups. Lass uns aber langsam mal zur Tomate gehen, so, ja? Das wäre auch nicht schlecht. Oder ein bisschen verteidigen. Lol. Ach, das war ein Teammate. Ach so, okay. Ich dachte gerade schon, wurde da gerade ein Gegner kaputt geschossen? Moin. Ihr seht ein Moody, bei dem sehr die Luzi abgeht und bei dem auch sehr oft Lags kommen und Slowdowns und alles, Alter. Hier funkt's wirklich... Also, obwohl es hier nur 24 Spieler sind, ne? Obwohl es hier nur 24 Spieler sind, insgesamt, maximal... Leckt es hier so übertrieben ab, Alter. Das ist halt nicht normal. Es kommt einfach so häufig zu Lex. Das ist hammerhart, ey. Jawohl! Sirius! Schwein! Wir sollten aber gucken, dass wir jetzt unser Gebäude verteidigen, weil hier sind so arsch viele Gegner drin. Ja, guck mal da. Ja, natürlich, genau. Oh Mann, ey. So ein ekelhafter Fallentrick, ey. Richtige Missgeburt. Kann man nicht anders sagen. Na komm, lass uns ins Gegnergebäude gehen und gucken, ob wir da vielleicht was regeln können. Aber ihr seht, anhand der Lebenspunkte so, das sinkt ja fast schon sekündlich. Aber da sieht man halt auch, wir sind in Unterzahl, ne? Relativ, na ich sag mal, ja, inkompetente Verbündete so, die können gar nichts, hat man wieder gemerkt. Und halt Unterzahl, kann man nichts machen. Leider. Aber wir sind ja eh hier, um uns das OG anzuhören. Ich glaube, das schaltet man mit Level 91 oder so frei oder 93. Wir lohnen uns mal kurz rein. Wissen Sie Bescheid? Also dann. So, wo haben wir es? Wo haben wir es? Wir hören es ja gerade schon im Background. Ja? OG Remix. Abspielen und in Nostalgie schwelgen. Was heißt Nostalgie? Das Spiel ist gerade mal über ein Jahr draußen. Ja? Und die reden hier von Nostalgie. Nostalgie kannst du sagen, wenn es 20 Jahre her ist oder 10 Jahre, aber doch nicht ein Jahr. Junge. Na gut, war jedenfalls auf Level 92 und ich habe es im Stream freigeschaltet. Ich glaube, während der Woche 8 Mission. Genau, genau. Und es sind einfach, wir müssen uns vergegenwärtigen. Es sind noch 2 Wochen. Und dann startet, also knapp 3, und dann startet einfach Season 7. Wie schnell ging bitte Season 6 an uns vorbei, oder? So, ich weiß noch genau, es war gerade so, es war Ende August oder so, oder Anfang September. Oder Ende September. Einige Bundesländer hatten noch Ferien gehabt und wir haben halt mit Woche 1 durchgestartet und so und sind früh morgens im Stream auf den ganzen Content eingegangen, auf die Trailer und so. Und
Zack, bumm, Alter. Es ist einfach schon ein Jahr her. Schon 8 Wochen. Ich weiß, wo mir der Kopf steht. Das ist Nostalgie. Das ist Alpha. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid. Warum ist die Musik ausgegangen? Hauen Sie rein! Und kauft mehr Merch! Link in der Beschreibung.